netter Tag. Mal wieder hier im Himmel. Das Tor bewachen. Und zum Himmel reisen. Ja, das tun wir, denn wir sind Engel. Oh yeah. Flo, hast du mich gerade in der Luft geboxt? Wie kannst du es wagen, deine Engelsgehilfin hier zu schlagen? Um Mitternacht werden Einhörner Teufel angreifen. Beschützt das Tor zum Himmel. Das ist unsere Challenge heute, Leute. Damit ahoi und willkommen zu dieser neuen Folge Minecraft. Und damit willkommen ahoi. Zu Einhörner Teufel greifen unsere Engelbase an. Flo, wie findest du unsere Base bisher so? Warte, 100 Easys greifen uns an? Ich bin kein Teufel, ich bin ein Engel. Du bist der Teufel. Obwohl, du hast einen schönen Heiligenschein. Ja, Freunde, und zwar werden heute Nacht Teufel angreifen. Und wir müssen uns eine Base errichten, um uns zu verteidigen vor diesen Teufeln. Und dazu haben wir Material in diesen Kisten. Da ist ganz viel Kram drin. Wir haben zum Beispiel Gold. Weil Engel sind ja aber dafür bekannt, dass sie viel mit Gold bauen. Dann haben wir Marmor. Marmor ist ja auch bekannt im Himmel. Dann haben wir hier Bold Castle Brick irgendwie. Keine Ahnung. Guck mal, jetzt passt. Mit deinem TNT, bitte. Please, kein TNT heute. Jedenfalls haben wir super viel Baumaterial und daraus können wir etwas errichten. Guck mal, unsere Wolke ist einfach aus Bricks. Siehst du das? Oha, einfach Wolkenbricks. Wolkenbricks haben wir. Dicke Luft. Aber ich würde ganz gerne, glaube ich, die hier auf dem Boden machen. Guck mal. Die sehen hübsch aus, oder? Wollen wir daraus so die Base unserer Base machen? Verstehst du, was ich meine? Die Base unserer Base? Ja, so Schachmuster. Die Bahn. Da können wir Schach spielen. Stimmt, da können wir. Das ist wie langweilig in unserer Engelbase. Versuch du mal den Boden hier zu machen und ich versuch schon mal hier draußen irgendwie so ein paar Marmorziegel zu machen. Wo ist unsere Mauer? Warte mal. Du kannst dich um den Boden kümmern, okay? Ich kümmere mich um den Rest. Wir sind auf der Base, Freunde. Sie ist vollendet worden und ich strahle. Flo, was störst du meine Anmod hier gerade? Ich wollte gerade unsere wunderschöne Base anpreisen. Und da fliegst du mit deinem muffigen Engelsgestank hier lang. Runter mit dir. Okay, Freunde, wir haben die Base fertig. Haben hier verschiedene Verteidigungsanlagen obendrauf. Potions, Äpfel und so weiter, das kennt man. Der Heiligenschein ist von mir nur in groß. Das Gute ist, wir können ja fliegen. Das heißt, wir können überall hinfliegen. Ist das nicht schön? Ja, das ist mein Heiligenschein hier oben, ja? Ich verdiene den größten Heiligenschein. Yeah! Hier kann man übrigens auch, da sind so kleine Löcher drin. Hier kann man dann, also die Kiste gefällt mir sehr gut. Ja, da sind Handkanonen drin. Ich tue es nicht. Heute werden nur Teufel angeschossen. So, warte mal. Hier, wir müssen in die Zwischenetage. Heiliges Wasser. Hier haben wir, oh nein, es wird bald dunkel, die Teufel kommen. Hier haben wir unser Bett. Hier sind die Schlafsäle der Engel. Und ich habe das Rosane. Und warum sind unsere Lampen vertauscht? Hast du unsere Lampen wieder vertauscht, Flo? Vielleicht. Ey, kann doch nicht wahr sein. So, und zack, da machen wir es hell. Da haben wir hier unten den Eingangsbereich unserer Base. Au! Yeah. Und zwar hier vorne, ja, hier ist ein bisschen Lava und so. Was eigentlich gar nicht so smart ist, weil Teufel mögen doch Lava. Flo, wir sind solche Deppen. Warum haben wir Lava gemacht? Teufel mögen Lava, Mann. Hey, was ist, wenn es regnet? Dann kommt Lava runter. Warte, was? Auf der Wolke. Ja, stimmt. Es regnet heute Lava. Oh no. Genau, hier ist der Eingang von unserer Base. Das ist im Prinzip hier nur... Ja, hier ist eine Harfe. Hier sind unsere Harfen drin. Da können wir Harfe spielen. Hey, haben wir auch Schwerter oder so? Nee, wir haben nur Harfen, mit denen können wir kämpfen. Sehr gut gemacht, Sisi. Und hier ist das Portal zum Himmel. Wir haben das hier so ein bisschen gesichert, damit hier keine Teufel reinkommt. Yes. Ja, stimmt. Die Teufel, die besiegen wir nicht mit Schwertern, sondern mit Freundlichkeit. Wir spielen mit unserer Musik. Mit Harfen. Mit, ja, wir spielen so grässlich, dass die Teufel von alleine weglaufen oder so. Yeah, da können wir rausfliegen aus unserer Base. Und so sieht das Ganze von außen aus. Im Prinzip wie so ein kleiner Turm mit einem Heiligenschein. Ich finde unsere Base voll schön. Isi, willst du mal was Cooles sehen? Nö, gerade nicht. Genau. Und dann haben wir hier noch die Stacheln drumherum, wo kein Teufel durchkommt. Antiteufel-Spikes. Und auch an unserer Base sind Antiteufel-Spikes. Okay. Jetzt habe ich Zeit. Was willst du mir zeigen, Flo? Oh, oh. Warte, nein. Warte. Die Sonne geht unter. Die Teufel kommen bald. Oh, hier ist und noch ein aktiviert. Hafen. Guck mal. Was hast du aktiviert? Guck mal, ich kann schneller laufen. Oder? Ah, wir haben Speed bekommen. Oder? Oder was? Schneller zuschlagen. Okay, finde ich gut. Ah! Nein, nein, ich hätte die Lava fallen. Warte. Flo, bist du tot? Ich hoffe nicht. Warte, ich flieg mal kurz rum und guck, ob die Teufel schon kommen. Die müssten doch irgendwo aus der Hölle kommen, oder? Ah, okay. Es ist jetzt wirklich Nacht, Flo. Ja, fast Abend.
Warte, was ist da passiert? Nein, 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 nein. Schau mal. Das ist ein Netherportal. Das Netherportal erschienen. Oh no. Ah! Oh no, no, no. Die haben dich gesehen. Die haben dich gesehen. Warte, nein. Der hat mich gesehen. Ah, es ist nur der eine. Stell dich mir, Teufel. Lass sie mit unserer Hafenmusik kaputt machen. Okay, warte, warte, warte. Ich muss mir unbedingt Kanonen holen. Ich habe nämlich nichts zum Schießen hier. Oh man. Hier vorne, okay. Oh man. Die Handkanone. Oh man. die brechen hier ein. Wir haben Weihwasser. Wir können die mit Weihwasser bewerfen, Flo. Werdet zu Weih. Zack. Nice. Der kriegt Schaden. Handkanone. Boom. Hey, wie nice ist das nicht. Denn? Ja, die können nicht brennen. Das sind Teufel. Komm, lass sie zur Base locken. Ja, das war sowieso keine gute Idee mit der Lava. Die macht viel Damage. Okay, ich lock die mal hierher. Kommen die rein? Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, wir können die immer wegschießen. Wenn ich hier langkomme. Trinkstärke. Die Handkanone ist... Oh mein Gott, es sind zu viele. Es sind zu viele. Nein. Okay, okay, okay. Ich Trinkstärke schnell. Zack. Okay, nice. Es sind immer noch sau viele. Und die haben immer noch den Boss mit dabei. Aber der hängt in den Spikes. Nein. Ne? Komm schon. Wir müssen ihn in die Spikes boosten. Ich will ja keine Angst machen oder so, aber... Ich kämpfe gegen den Boss. Nice! Wir haben den Boss besiegt. Oh, die baden hier einfach nur. Die sind ganz friedlich. Wo kommen die denn jetzt schon wieder? Die haben Unterstützung. Nein, die haben Hilfe gerufen. Also, eine zweite Welle an Teufeln erwischt uns. Oh mein Gott. Flo, das TNT. Wir kommen nicht mehr drum rum. Wir kommen nicht mehr drum rum. Okay? Ich wollte schon sagen. Das TNT. Jetzt zünd es an. Es ist der einzige Weg. Ich habe es schon immer gesagt. Komm schon. Yes. Und? Boom. Wow. Hast du es gesehen? Alle Teufel auf einmal weggesprengt. Wie nice. Hier vorne, der badet noch gemütlich in seiner Lava. Aber er wurde auch beseitigt. Komm schon. Sind die... Ups. Ich hab mich gerade angeschossen. Nein, ich brenne. Ah, ich höre nicht auf zu brennen. Warte, was ist mit dem Himmel los? Siehst du das? Irgendwas... Ich sehe... Das ist nicht der Nein. Himmel. Nein, was ist... Oh mein Gott, was ist denn da erschienen? Ich kann es gar nicht sehen. Was? Weil es so groß ist. Was ist das? Sag nicht, den müssen wir bekämpfen. Oh mein Gott, nein. Au, 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 nein, au, nein, au. Nein, nein, nein. Der hat klar... Das ist der Oberteufel. Das ist der Oberboss. Flo, ich glaube, wir haben keine Chance mehr. Wir haben keine Chance mehr. Doch, ich habe ihn gehittet. Echt? Oh! Wait. Zünd das TNT. Ja, hier TNT. Wir brauchen ganz viel TNT. Nein, nein, nein. Hier sind super viele Teufel. Warte, ich platziere überall TNT. Du musst es anzünden, Flo. Warte, nein, du hast es schon angezündet. Ich gehe zum lock Portal. Lock zurück. Zünd's nochmal an. Okay. Alles TNT Yo. Ist platziert. Come on, zünd's an. Au. Okay, ich gehe auf die Base. Yeah. Yo. So habe ich mir das vorgestellt. Nice. Und damit ist das Portal der Teufel zerstört. Wir können das TNT auch auslösen mit dem Bombending. Ach wirklich? Das ist ja nice. Ja, voll gut, oder? Die kleine Handkanone hier. Die ist sehr effektiv. Und boom! Gegen Teufel. Aber wir haben es geschafft. Und ich glaube, jetzt gleich wird sich die Tageszeit auch langsam wieder stabilisieren. Alles klar. Leider, das war's denn hier mit unserer 100 Teufel vs. Engel Base. Die Base hat's überlebt. Wir haben es geschafft. Das war's mit diesem Video. Abonniert unbedingt den Kanal. Wir sind fast bei 1 Million Abonnenten angekommen. Also seid noch dabei unter der ersten Million. Und Leute, schaut gerne bei Flo abonniert vorbei. Mich. Ich hab fast 4 Millionen. Beide. Ja, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und das da La Pasta!